Gorbatschow hatte erkannt, die Deutschen wollen die Einheit. Und offensichtlich hatte auch die DDR-Delegation unter Führung von Mutrow ihm die Lage relativ realistisch geschildert. Aber natürlich entsprach das auch dem Grundverständnis von Gorbatschow, dass er sagte, wenn die Deutschen das mit diesem Nachdruck wollen, und er hatte ja selbst in Berlin am 7. Oktober erlebt, wie die Stimmung war, dann wollte er sich einfach nicht gegen den Trend der Zeit stellen. Das zeigt, dass er ein großer Mann ist, der Geschichte geschrieben hat. Als wir in den Kaukasus kamen, war die Zustimmung der Sowjetunion zur NATO-Mitgliedschaft des Vereinten Deutschlands längst gegeben, und zwar bei dem Besuch von Gorbatschow in den Vereinigten Staaten, in dem Gespräch mit Präsident Bush und auch dort in der Pressekonferenz. Jetzt ging es um Fragen über die Dauer der Anwesenheit sowjetischer Truppen auf dem Gebiet der DDR, über Zahlungen, die wir leisten. Aber das geschah eben in einem Klima, wie es die Bilder ganz wahrheitsgemäß ausdrücken. Da wusste man, man ist an einem Punkt angelangt, wo man eine völlig neue Partnerschaft schaffen kann. Und man konnte anknüpfen an die Ereignisse ein Jahr zuvor, wo wir einen Glücksfall der deutschen Geschichte hatten, nämlich dass erst Präsident Bush und dann Generalsekretär Gorbatschow in Bonn waren im Frühsommer. Und wir in diesem historischen Jahr 89 an jeweils im Höchststand der Beziehungen mit den beiden entscheidenden Weltmächten waren, mit den Vereinigten Staaten von Amerika und mit der Sowjetunion.